Prügel wird weiter abgerissen. Ich habe zwei Webcams gefunden, da kann man live die Abrissarbeiten ansehen. Aus zwei verschiedenen Perspektiven. Eine ist von Tag 24 und die andere ist vom MDR. Die Links packe ich unten mit in die Videobeschreibung. Und jetzt ist noch ein neues Video aufgetaucht vom Einsturz auf den Dampfern der Weißen Flotte. Zumindest auf dem, wo das Video herkommt, ist der Einsturz genau zu sehen. Das sind ja die Kameras, die Bilder, die es bis jetzt gab, die waren ja bloß von Kameras, die alle 30 Sekunden oder so mal ein Foto machen. Und hier sieht man direkt den Einsturz. Ich klicke das mal an. Und zwar haben wir das hier. Den Link packe ich natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Ja, und jetzt sieht man hier noch einen Transporter drüber fahren. Und zur gleichen Zeit stürzt das Ding ein. An der Stelle, wo das Seil jetzt reißt, spritzt natürlich dort das ganze Zeug hoch. Ja, ich kann es hier leider nicht groß stellen. Dann müsste ich das nochmal runterladen und extra bearbeiten. Und ich habe es bei YouTube nie gefunden. Das ist jetzt bloß bei Instagram hier verlinkt. Ja, irgendwo hatte ich gelesen in den Kommentaren, da schreibt einer, als Transporterfahrer hätte ich mir voll in die Hosen geschissen. Das wird er gar nicht gemerkt haben. Er guckt ja vor sich auf die Straße und da ist im Prinzip noch 20, 30 Meter nach links Platz. Und er guckt ja mehr nach vorne. Wobei ich dann auch, wenn ich über die Brücke gefahren bin, immer noch mal nach links geguckt habe, um die Silhouette der Stadt zu sehen. Aber wenn du hier nachts um 3 noch schnell fahren musst, um dein Zeug auszuliefern oder so, ist das natürlich. Da bist du wahrscheinlich froh, wenn du halbwegs wach bleibst, um fahren zu können. Ja, wie gesagt, die beiden Live-Cams gibt es noch hier. Und wie gesagt, die verlinke ich unten. Könnt ihr mal reingucken. Okay, mehr will ich mich jetzt gar nicht darüber auslassen. Viele Grüße aus Dresden an alle. Ciao.